Dieses Video ist unterstützt durch eine Produktplatzierung. Weiteres dazu in der Videobeschreibung. Ich habe super geschlafen die Nacht. Ich bin jetzt zwar um 6 Uhr aufgestanden, damit ich mich fertig machen kann und alles. Jetzt bin ich schon mal fertig. Jetzt kann ich gleich auch schön noch frühstücken gehen. Ich bin ganz in Transformers-Style gekleidet. Hier alles, was ich auf der Gamescom eingekauft habe. Das habe ich natürlich auch angezogen. Und ich bin mega gespannt auf den Tag. Ich habe schon ganz viele Fragen aufgeschrieben hier. Sieht man vielleicht so ein bisschen. Für ein Interview habe ich ja auch noch auf Twitter gefragt. Den einen oder anderen. Natürlich kam ganz viel Bullshit da mal rum. Aber auch ein paar gute Fragen. Mal gucken, ob ich welche stellen kann, wen ich interviewen darf. Bin sehr gespannt. Und ja, gehen wir mal frühstücken. Mal gucken, was das so zu bieten hat. Ich sehe wahrscheinlich aus wie ein Schwein, aber dieses Croissant ist ja Oberknaller. Es schmeckt wie Croissant mit geilem Nutella drin. So, wir sind gleich in Gosport am Navy Museum. Also hier ist alles, das ist direkt am Meer, am Mittelmeer. Und hier wird Transformers gedreht aktuell. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dort gedreht wird, was dort passiert. In der Zeit, wo wir gefahren sind, es waren jetzt ungefähr 2,5 Stunden, die wir gefahren sind, habe ich einfach noch weiter FIFA-Spieler verkauft, weil FIFA ist jetzt auch rausgekommen. Und habe so meine Zeit ein bisschen vertrieben. Hier der ein oder andere schläft auch noch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott, das ist Bumblebee direkt hier vorne. Shit, der sieht so geil aus. Er sieht so, so geil aus. Der Hammer. Von vorne. Er sieht so geil aus. Das ist der Shit. Und all die Leute hier, die hier stehen und warten, können ein Foto machen. No! Bumblebee! Danke! Beautiful! Geilomatico! Ohne Scheiß! Oh, guck mal, der Nitro-Knopf! Oder Schleudersitz, ich weiß es nicht. Oh! What? So, langsam geht's los. Hier wird die Kamera ausgepackt. Da vorne ist quasi der Porsche, der das Ganze filmt. Und hat einen riesen Kran oben drauf. Und natürlich haben wir einen Porsche mit einem geilen Optimus Prime Sticker drauf. So yeah, this is a pursuit system. This is our camera car crane, high speed type of thing. It's a gyro-stabilized crane, so as you go over bumps, the crane stays perfectly smooth. Whoa! You can operate it up, down, left and right. It does a full 360 in under 4 seconds. It's a remote system, so everything is from inside, controlled? It's controlled from inside. There's a controller, you can go there if you'd like, that operates the crane. Yeah. There is... Awesome! Obviously the driver's seat.
And then this set of controls the camera gimbal. So the end of it, where the camera points. Yeah. The crane gives you height, speed of swing, and obviously the car does the rest, whether you're driving fast or slow. Uh-huh. Anything from over 100 miles an hour to... 100 miles you can drive a lot. Yeah, to just a walk and talk, where we can just film somebody walking and talking, shoot dialogue. Wow. It's a very versatile piece of equipment. So you do a lot of shots with that type of car? Absolutely. I was just speaking to one of the visual effects supervisors on the show, and he said this car films between 20% and 30% of the movie. Whoa. Everything outside, I think. Yep. Everything outside, correct. Wow. And how expensive it is? It's about $1 million worth of equipment between the car, the crane, the gimbal, the camera, the 3D camera system. We're using a 3D camera system that it's actually two cameras. Yeah, I've seen that, yeah. Yeah, so one in the... There's one red here, yeah. New red weapon, and another one here. Yeah. It shoots through a prism, and it mimics the human eye, being able to converge on an object. Uh-huh. So we can... There's an engineer in the car who can change all these... cameras are on motors, yeah. So this can tilt and slide. For the focus and... Not just blending. That, but they're actually changing where they intersect the objects. Oh, okay. So the cameras are looking two different places, just like your human eye. So that effect can change the depth of when you watch a 3D movie and the effect. And there's an engineer in there doing that on the fly. As a car gets closer, he's changing the movements of these cameras. There's a lot of stuff going on in the car. It's very tricky, I think. Absolutely. Oh. Yeah. Great. So it's pretty cool. You did a pretty great cool job. Yeah, you did the last four Transformers? Yeah, I've done every Transformers ship. You did a great job. Yeah, thanks. You did a great job. Thanks, I love man. Them. I love them. I love the shots. I love everything. It's pretty interesting the way that this director, Michael Bay, uses this piece of equipment. Yeah. The nice thing for us is we're ready all the time. Like right now, within just a few minutes, we can be shooting. Other equipment is a little more cumbersome to move from here to there or set up from here. We're always ready, which is a great... Nice. Might not be the perfect tool sometimes, but it's pretty awesome. Sometimes you don't even need to lay dolly track on the ground to make a smooth shot. It just so much work, and you can come out your trailer and you're ready. Yep, exactly. Nice. Yeah. Thank you. Thank you're you welcome. Very much. Thank you. Good luck. Es ist super cool. Wir kriegen ja total viel erklärt, was die Kamera kann, was sie macht und alles. Erzählt so ein bisschen darüber, wie die Shots gemacht wurden bei den Teilen, welches die schwersten waren und so. Alles super interessant und super cool, wenn man so ein bisschen zurückdenkt an die Filme, was da passiert ist und kann dann genau fragen, wie die das gemacht haben, wie die das machen. Wenn sie quasi, sie drehen ja ohne die Transformer und dann Michael Bay sagt ihnen quasi, bevor die den Shot machen, wo die Transformers sind, dann haben die Pappaufsteller, um quasi die Größe einzufangen und alles nachher für die Animation richtig zu bekommen. Super interessant, was für einen technischen Aufwand die hier treiben und was für eine Leistung das ist, so einen Hightech-Film zu produzieren. Respekt. Hallo, mein Name ist Iman. Hi, Mann! Hi! guten Tag! Wow! Guten Morgen! Volkswagen, Häagen-Dazs! I know that's not German! Heineken! 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 Pizza! Pizza! Doctor! Chicharito! Bayern Leverkusen! You know Bayern Leverkusen? Of course! Munich! No, ¿dónde está jugando Chicharito? Where is Chicharito playing? Leverkusen, that's my team, that's my German team. He's doing good. Yeah, He just did three goals in one game. Yeah. Look at that. Oh, the camera is moving. That's $1 million moving. $1 million. Und die Kamera fährt zum Set? Ja, ich hoffe, wir dann bald auch. Das war's leider schon vom Set. Ja, wir mussten leider frühzeitig gehen, weil Michael Bay seinen letzten Drehtag hatte in England und ja, er musste halt Transformers 5 fertig kriegen und wollte dann nicht uns bevorzugen und der Film kommt dann nachher gar nicht oder später. Kann ich natürlich verstehen. Und dann hat er gesagt, ja, leider kein Platz mehr für Interviews und am Set kann ich euch auch nicht so gut gebrauchen. Das stört ihr vielleicht eher nur und lenkt ab. Schade, aber ich hatte sehr viel Spaß. Wir haben noch ein bisschen Requisiten und gesehen und eine Führung noch Backstage quasi bekommen und sehr, sehr viel erklärt bekommen, ein paar neue Charaktere kennengelernt, so ein bisschen, wie die Technik im Hintergrund funktioniert und das Equipment.
Nice. Fand ich schon ziemlich geil und es war ein super Event, es hat mega viel Spaß gemacht. Es war einfach super geil mit Bumblebee Zeit zu verbringen, also mit dem richtigen Wagen aus dem Film. Bumblebee. Wow. Wir sitzen in dem echten Bumblebee. Wie fett ist das denn? Ohne Scheiß. Ich finde einfach keine Worte. Wie krass und geil das ist. Das ist so awesome. Ich habe mir schon einen reserviert, Jungs. Leute, ihr könnt bei mir Probe fahren, mitfahren. Dann demnächst, wenn der Film rauskommt. Das ist definitiv mein Auto. Ich habe mich verliebt. Sich da reinzusetzen, ist so detailgetreu. Es ist nicht einfach irgendeine Ranzkarre, die umgebaut wurde. Nein, es ist ein richtig geiler Camaro, der von GM höchstpersönlich umgebaut wurde, den es so gar nicht gibt. Der einfach alle Transformers-Brandings hat, die es gibt. Und es ist einfach so super authentisch gemacht. Nicht einfach billig draufgeklebt. Das war geil. Das war geil. Wir durften wirklich auch viel machen, was ich auch nicht erwartet hätte. Und ja. Von daher vielen Dank nochmal an Paramount, die das ermöglicht haben und mich eingeladen haben hierhin. Und ich konnte nochmal einiges von London sehen und es war super cool. Und ich hoffe, das kam auch im Video rüber. Schreibt es einfach in die Kommentare oder lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns in irgendeinem der nächsten Videos, vielleicht auch schon bei der Filmpremiere. Wer weiß, vielleicht werde ich dort ja auch noch eingeladen. Und euch noch einen schönen Tag. Cheers! You want a photo with him too? Yeah? Well. Like that? Yeah, happy. Yeah! Beautiful. Thank you. Da war ich gerade in dem geilsten Spielzeugladen, den es quasi sogar auf der Welt gibt, würde ich frech behaupten, im Hamleys. Das sind 5 riesen Stockwerke, voll mit Spielzeug, mit allem, was es gibt. Und natürlich bin ich fündig geworden und habe natürlich Optimus Prime gefunden. In einem Set, wo er auch noch sich aufrüsten kann und man ihm eine Rüstung anlegen kann und Waffen. Direkt daneben stand quasi das Geschenk für Jay, was ich unbedingt kaufen muss, da muss ich sofort an ihn denken. Er wird vielleicht diesen Vlog nicht sehen, wer weiß, aber er wird sich auf jeden Fall über John Cena bestimmt nicht. Also, wenn Jay nicht ausrastet, vielleicht rastet er gerade auch schon bei diesem Video aus. Ich hoffe es und werde sie ihm bei Gelegenheit dann mal präsentieren. Jerome, and I'm the manager of Optimus Prime. Wow! And Optimus Prime has an image problem. What question do you want him to ask? I can ask one question. Image problem. I think he should get some new styling from the great Carnaby Street. Get kitted out, you know, a bit of a new era hat, you know. A bit of, you know, H&M jeans, you know. Yeah. A bit of, you know, basically All Saints rip jumpers, you know. And get his swagger, put himself down to Brixton and Peckham and Shoreditch. Some bling bling. I don't know about that. But yeah, just kit him up, make him 2000, you know, and you know. Very good. I think so, why not? Yeah, I will bring that to him. Yeah. Thank you very much, Jerome. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ja, ich stehe hier vor dem Victoria's Secret in London. Sowas gibt es hier ja in Europa, ja eigentlich nur in London und in der Schweiz, glaube ich, in unserem kleinen Store. Da mache ich gerne mal einen Abstecher hin für meine Freundin und gehe ein bisschen shoppen. Ja, mal gucken, ob sich meine Freundin denn heute Abend freuen wird.
welcome to Rosewood. Please do come back and see us again. While you're here, we'll take good care of you. This is Rosewood, London. One of a kind in London. Thank you.